Es ist Tag 4. Fast halb elf. Nachts. Wir stehen vor einem Museum. Um uns herum sind ein paar böse Zombies, die, naja, sagen wir mal, eher uncool wären, wenn die uns begegnen würden. Einer davon konnten wir vorher sehen. Und wir stehen hier vor der Tür eines Museums, in das wir unbedingt hinein wollen. Sollten wir wirklich die Tür einschlagen? Das ist eine ernsthafte Frage. Es ist laut, auf jeden Fall. Und die Tür ist danach kein Hindernis mehr. Eine Crowbar haben wir nicht. Wäre natürlich genial, wenn wir sie hätten. Irgendwo hier um die Ecke sind zwei Schocker-Brutes. Auf der rechten Seite und auf der linken Seite ist ein oder zwei normale Schocker-Zombies. Wenn die uns erwischen, dann tut das weh. Aber wenn sie es nicht tun... Alter, das Loot. Das fucking geile Loot. Ich bin so verführt, es zu machen. Ich mach's. Ich hau die Tür ein. Scheiße. Doofe Idee. Nein. Okay, das war eine ganz doofe Idee. Und da ist auch der Schockerproof, von dem wir gesprochen haben. Jetzt würden da alle hinrennen. Ich hau nochmal drauf. Nochmal. Und nochmal. Ja, die Tür ist einfach. Soll ich morgen wiederkommen? Wie weit ist der Schockerbrut? Zombie weg. Das ist nur eine ganze. Das ist nur ein Stück. Ah, wir können. Wenn wir schnell sind. Wenn wir schnell sind, kriegen wir es hin. Ja. Wenn wir Glück haben, können wir uns auch... Was ist das hier? A glass wall. Eine Vitrine wahrscheinlich. Was ist das hier? Is a display case. The display case is firmly sealed. What auch ever da drin ist. I'm not worthy of a wonk. Display case is firmly sealed. Und das ist das hier ist... Oh, das ist display case. Okay. Okay. Es wird laut hier. Ja, was ist das hier? Keramikpot. Auf dem Keramikzeug. Small Relict. Electhuman Skull. Ja, das ist eher uncool, das brauchen wir ja nicht. Verdammt. Komm schon. Das war laut. Was ist das hier? Paper Shot of Cartridge. Recoil. Moment. Paper Shots, das ist Munition. Ja. Nehmen wir mit. Ist hier irgendwas noch drunter, unter dem Glas vielleicht? Nein. Door is locked. Display case. Verdammt, das wäre alles so laut, wenn wir hier das machen würden. Okay, einhauen. Das ist alles laut, was sie hier tun. Scheiße. Beeilen. Wir müssen uns sehr beeilen. Die Schockerbrutes sind draußen. Hauen gegen die Wand. Ja, das ist doof. Nein, mir wird es zu heiß hier. Ich muss weg hier. Shit. Shit. Shit, da ist ein Zombie. Komm schon. Bitte stirb. Leather Jacket, die nehmen wir noch mit. Wenigstens etwas Loot. Nein. Das kann ich nicht tragen, verdammt. Nee, ich muss jetzt was loswerden. Rocks zum Beispiel. Warum habe ich Rocks dabei? Scheiß Auto-Pickup muss ich unbedingt rausnehmen. Moment, ich mache das auch gleich. Auto-Pickup minus. So. Droppen wir den Rock. Was können wir noch hinschmeißen? Paper. Eigentlich brauchen wir es nicht. Brauchen wir jetzt nicht.
Die Lederjacke wäre vielleicht 65. Ich muss 10 noch loswerden. Was ist das, so viel Platz braucht? Was zu fressen, genau. Kann man gleich machen. Grapes. Wir sind schon satt, verdammt. Reicht nicht. Shit. Nein, wir lassen das. Das war jetzt das Loot für heute. Shit. Wir sind im Haus daneben. Ja, noch ein Zombie. Nein, nein, nein. Komm schon, hau drauf. Was hat der? Tabakko, also Raincoat, hat man schon, Nanoskirt. Nee, alles uninteressant. Alles unwichtig. Weg hier. Bloß weg hier. Wir haben was zu fressen und das reicht jetzt erstmal. Safe mode on. Gott, wir sind daheim. Ich sehe schon das Licht vom Computer. Wir sind zu Hause. Puh. Jungs und Mädels. Da erstmal einen drauf trinken. Genau. Okay, der Stonepot kann nicht mit Wasser gefüllt werden. Schade. Puh. Ja. Da hätten wir schon etwas intelligenter vorgehen müssen. Allerdings, es war kein totaler Fehlschlag. Mitnichten. Und auch mit Tanten. Wir haben was zu fressen. Ah, es war bei weitem nicht so gut, wie wir es brauchen. Wir brauchen eine bessere Ausrüstung. Wir brauchen Steel Lumps. Aus Steel Lumps oder aus allgemein aus Lumps, aus Metal, können wir Dietriche machen. Und mit den Dietrichen können wir die Türen aufbrechen, und zwar leise. Also das ist ein Angriff für den nächsten Tag. Für den anderen Tag vor allem. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Das ist dann da zu dem Zeitpunkt. Unser 2x-Sword hat jetzt auch schon ein bisschen gelitten. Puh, mein lieber Scholli, du. Jetzt haben wir uns was verdient. Jetzt haben wir uns was verdient. Gut, gut, gut. Wir lesen jetzt erst einmal ein bisschen gemütlich. Bon Appetit. Bring your cooking skill to 1. Requires Intelligence 5 zum Lesen. Keine weiteren Rezepte. Schade. This is delicious. Can bring your throwing skill. Discupus. Bring your throwing skill to 1. Requires intelligent 1 to read. Reading this book affects your morale by 1 chapter. Na gut, ein bisschen throwing lernen, aber throwing war jetzt noch nicht gar so weit daneben bei uns, oder? Mal gucken. Throwing. Trapping? Throwing. Sieht einer von euch das werfen? Herring, Melee, Cooking, Electricity? Hm. Throwing, da muss man. Okay. Ist auch ein Buch, was wir nicht lesen können. Das heißt also, literaturtechnisch gesehen schon wieder ein Reinfall, was wir hier gemacht haben. Naja. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen. Die Pointy Sticks. Gehen wir da wieder hin. Dann würde ich einfach einmal sagen, wir sind noch nicht müde. Wir suchen uns jetzt, was wir verbrennen können und machen uns was zum Essen. Also bereiten das Essen zu. Das wäre vielleicht die passendere Aussage. Versuchen es zu konservieren. Nails. So, hier. 2x4. Können wir nicht schleppen, weil wir zu viel Stuff mit uns herumtragen. Okay, dann würde ich sagen, hier neben dem Potsch legen wir das Zeug hin. Tomato, ganzen Pumpkin, Onion-Kram, Grapes, Cherries, Cooked Veggies brauchen wir nicht, Cooked Meats, ja, das ganze Obstzeug legen wir da hin. Sollten wir auch wieder ein bisschen mehr Platz haben, jo. Okay, 2x4 nehmen wir mit. So, dann legen wir mal hier das Zeug hin, was wir verbrennen wollen, aktivieren mal den Firing Drill und machen unser Licht. Gut, dann würde ich weiterhin behaupten, dass ich mich die ganze Zeit vertue mit dem Tippen. Zerfix! So, jetzt muss ich mal hier schauen. So. Okay, was können wir machen?
Mashed Pumpkin. You can use it to craft Deluxe Sandwich, bla 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 bla. It will eventually rot. Okay, das ist eher uncool. Cooked Fruit will eventually rot. Hm. Wie sieht's mit der Nutrition Portion 1? 18 Mashed Pumpkins, 24. Ja, okay. Sugar Beet Syrup. Steht nichts vom Rotten. Ist aber von dazwischen her eigentlich eher. Moment. 35. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Sugar Beets. Ha. Kann man aber Sugar Beets pflanzen? Hm. 7 mal 5 ist 35, was jetzt an sich nicht schlecht ist. Crunch, das ist so durststillend. An sich ist keine schlechte Idee. Mach mal. Machen wir mal jetzt. You don't have anything to store sugar. Okay, Sirup kann ich nicht irgendwo lagern. Okay, schade. Dann würde ich Rub Stamps. Nee, das ist eher uncool. Mashed Pumpkin, da werden wir schon wahrscheinlich auch irgendwas brauchen, um irgendwas neu zu storen, ne? Wir bräuchten unbedingt mal wieder Behälter. Kann doch nicht sein, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Nahrungsmittel zu verarbeiten, weil wir zu doof sind, einen Behälter aufzutreiben. Hm. Oh, da können wir einiges an Mashed Pumpkin machen. Da sind wir auch eine Zeit lang beschäftigt. Schau das mal an, wie die Zeit verrinnt. Schon zwei. Okay, Mashed Pumpkin. Passt, sehr gut. Damit haben wir schon mal wieder einiges an Nahrungsmitteln zusammen. Cooked Meat müssen wir vorher essen. Gut, haben wir irgendetwas zu lesen, was es des Lesens wert wäre? Hm. Hm. Bartendering. Hm. Nee, eigentlich nicht. Leider nein. Leider nein. Das ist doof, wenn du mich fragst. Jetzt müssen wir den Ponty Stick irgendwo loswerden, weil die liegen hier die ganze Zeit rum und ich nehme sie die ganze Zeit automatisch mit auf. So, hier sind sie weniger im Weg. So. Könnten... Ja gut, aber eigentlich ist wurscht, was ich lese. Im Prinzip möchte ich jetzt eigentlich nur die Nacht rumbringen und das ganze tagsüber dann wieder ein bisschen weiter vorantreiben. Hm. Gut. Dann how to succeed in business. Learn something. Oder wenn ich müde werde, drücke ich einfach mal einen Punkt. Gut. Ja, ich möchte das stoppen. So, thirsty bin ich. Cooked Meat. Nehmen wir gerne ein bisschen was vom Wasser. Trinken eine ganze. Sind auch wieder müde. Das ist natürlich unser Tag-Nacht-Rhythmus komplett durch die letzten Tage für den Arsch. Hm. Gut, dann würde ich auch sagen, dann legen wir uns wieder ein bisschen hin. Aber jetzt mal richtig. Hm, ja, wir schlafen so lange, wie wir es brauchen. Ist 3 Uhr. Okay. Gut, gut. Dann trinken wir wieder etwas aus unserem Vorrat. Trinken, essen noch ein bisschen Cooked Meat. Und sind eigentlich ziemlich happy drauf. So. Was machen wir nun? Wir könnten eigentlich jetzt mal versuchen, unsere Materialien etwas aufzustufen. Ja. Zwar Bone Needle Active und zwar dann wieder. Ah, guck mal. Repeat as long as you can. You make your BH extra sturdy. Für die den Fall der Fälle, dass wir mal einen ziemlichen Brustschub bekommen. Na gut. Gut, dann machen wir jetzt auch noch unsere Panties ein bisschen sturdier. Solange ich halt einfach den Practice, damit ich ein bisschen in Übung bleibe, was das Nähen betrifft. Gut, sind auch die Panties ein bisschen extra sturdier. Long Dress Shirt. Vielleicht ist das vielleicht ein bisschen über unserem Niveau. You make your panties, okay. You need... You don't have enough racks to do that. You have...
One, have zero, need one. Okay. Wir brauchen wieder Materialien. Also Racks, um das Ganze zu machen. Gucken wir, ob in den Fleischbergen noch irgendetwas klamottenmäßig ist, was wir zerlegen können. Ja, es sind noch ein Haufen Sachen, die wir so zerlegen könnten. Gut. Dann bleibt das Sawing Skill auch wieder in nicht eingerostet. So. Dann droppen wir das ganze Schmarrn, Kladderadatsch hier. Butchering das Ganze mal. Butchern alles, was wir können. Mhm, gut. Oh, wir haben sogar ein paar Leather Patch. Sehr schön, sehr schön. Könnte man da jetzt irgendwas auf Anhieb machen? Hm, T-Shirt. Leather Bikini Top. Naja, nee, das ist eher ungut. Für das, was wir vorhaben. Wenn überhaupt, dann war der Leather Vest für uns interessant. Aber da fehlt eine Leather Jacket und ich glaube, dafür fehlt uns der Skill. Schlicht und einfach. Leather Chest Drop. Naja, das ist auch eher so ein Punkt. Gut, dann üben wir mal weiter. Long Dress Shirt. As long as you can. Mhm. Your tool doesn't have enough charges. Gut, dann reloaden wir das Ganze wieder. Jetzt werde ich es nur mit den Sews, damit die endlich weg sind. Da habe ich noch sonst irgendetwas Sew. Nee, habe ich nicht gut. Dann wiederholen wir den Prozess. So, damit haben wir schon mal unser Zeug repariert. Das have noch charges. Jo, war so mehr oder minder beabsichtigt. Gut, reloaded the needle. Dann dress shirt. As long as you can. Oh, das haben wir jetzt schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. You can't see enough to do that. Okay. Gut, wir sind allgemein sowieso etwas hungrig im Durchstich. Erst wieder Wasser. Und noch mehr Wasser. Und noch ein bisschen Cooked Meat, damit es nicht uns weggeht und kaputt geht. Dann ist jetzt wieder dunkel. Also ich wäre ja noch für eine Raid. Aber nicht in das Museum, muss ich ehrlich sein. Weil mir wäre es vielleicht langsam lieber mal ein bisschen Allgemein-Equipment zu besorgen. Wir haben es jetzt schon festgestellt, dass wir jetzt einige Male das Problem hatten, dass wir nicht genug Bottles oder irgendwelche Materialien haben, womit wir etwas lagern können. Das will ich jetzt in diesem Haus ein bisschen entgegenwirken. Oder beziehungsweise ich möchte es hier entgegenwirken. Problem ist nur, ich weiß, dass hier irgendwo ein Minenfeld ist. Das heißt, es wäre uncool, jetzt ins Blinde hinein zu tapsen. Gut, Mashed Pumpkins, Autoxid Business. Es wird jetzt immer dunkler, das heißt also, ich möchte jetzt hier auch erstmal ein bisschen was liegen lassen, was uns ein bisschen vom Vorteil gereichen würde. Wieder die Pointy Sticks, zerfix. Dann lassen wir die hier, aber lassen auch den Pumpkin hier. So, wir latschen jetzt mal los. Und gucken, ob wir den Raid noch machen können. Moment, Safe Mode on. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtiger sein. Vorsicht, Tigger. Ne? Wir müssen ja auch für die Jungen ein Vorbild sein. Wir sind Vorsicht, Tigger. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit oben für den. Oh, was ist das? Chipmunk. Oh, ich dachte schon, wir wären ein Bär. Aus ein Kaninchen-Bär machen. Ding nicht ein Kaninchen, sondern ein. Ein Eichhörnchen. Mhm. Immer schön die Augen offen halten. Irgendwo hier war ein Boomer. Oh. Vorsicht. Immer schön vorsichtig sein. Immer schön vorsichtig sein. Da ist ein dunkler Haufen. Das ist der Garten, an den ich mich glaube. Oh, oh. Das sind Zombies. Noch ein Taft-Zombie obendrein. Ah, wie kommen wir jetzt da rein, ohne Heidenlärm zu machen? Können wir nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist Fenster schließen. Okay, die Zombies sind reingekommen.
E-Ink Tablet PC. Charged of Batteries. Uninteressant, das ist ein iPad. Ich möchte nicht von allem sofort gesehen werden, wenn wir hier jetzt herumgeistern. Ist das eine Glasbottle? Nehmen wir mit. Was ist das? Heatpack, nehmen wir mit. Pack of Nachos, nehmen wir mit. Was ist das hier? Season Salt, nehmen wir mit. Was ist das hier? Strawberry Sirup, nehmen wir mit. Was ist das hier? Kartoffelchips, nehmen wir mit. Hier ist ein Schrank, mehr nicht. Oh, oh, hier sind die irgendwo. Splintered Wood. Das war die Tür. Das ist die Tür, wo die jetzt rein wollen. Okay, wir müssen uns beeilen. Hoodie, du hast das da. Moment, das da, das könnte man vielleicht brauchen. Da war irgendein Crafting-Rezept. Pants. Pants nehmen wir auch mit. Okay, beeilen. Was ist das hier? Scissors, pair of scissors nehmen wir mit. Bandage nehmen wir mit. Erste-Hilfe-Pack nehmen wir mit. Desinfikant nehmen wir mit. Was ist das hier? Soap-Bar nehmen wir mit. Ja, können wir nicht, verdammt. Was ist das hier? Desinfikant nehmen wir mit. Können wir nicht mitnehmen, verdammt. Müssen wir es loswerden. Die Pants. Und die nein, die Schere nicht. Glasbottle brauchen wir. Strawberry Syrup brauchen wir nicht. Season Salt brauchen wir nicht. Nachos und Chips können wir vielleicht brauchen. Glow Sticks brauchen wir nicht. Wie viel Platz brauchen die? Eins. Ja, das ist eher wurscht. Hear a noise. Ignore. No, komm schon. So. Desinfikant nehmen wir mit. Hustensaft haben wir. Genug. Gut, hier ist zu. Hier machen wir wieder zu, damit wir für den Fall, dass wir irgendwie in irgendwelche Schwulitäten hineinkommen. Hier machen wir auch zu. Wie haben wir es denn? 22 Uhr und wir können so weit sehen. Seltsam. Leise. Scheiße. Raus hier. Raus hier, aber schnell. Scheiße, der Zombie ist durchgekommen. Und der ist flink. Scheiße, Mann. Komm schon. Stirb endlich, du Bastard. Stirb das zweite Mal endlich. So. Gut, der steht noch nicht mehr ein. Eine Wrench. Ah, die nehmen wir mit. Ah, gut, sehr gut, sehr gut. Werkzeug ist nie schlecht. Cargo Pants. Nehmen wir auch mit. Gut. Sehr gut. Was ist das für ein Zombie da oben? Nur ein normaler Zombie. Den könnten wir vielleicht überleben. Den Boomer würde ich nicht riskieren. Warum sehen wir jetzt plötzlich nichts mehr? Ich nehme an, das war der Vollmond gerade, der aufgegangen ist. Okay, es ist fast halb. Gehen wir wieder zurück. Immer einen schönen vorsichtigen Raid. Wir können das nicht ganz so riskieren, so auf leichten Fuß zu leben. Gut. We are safe. Oh, sehr schön. Puh. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben ein paar kleinere Sachen zusammengekriegt. Wir haben ein Duster jetzt wieder. Haben Medikamente. Sind wir wirklich zu blöd, sie zu verwenden? Ja. Ne, Bandage? Ja, sie sind zu blöd, sie zu verwenden. Okay. Auch das First Aid Kit. Aktiv. Ja, wir sind zu blöd, sie zu verwenden. Wir haben kaputte Beine, aber wir sind zu blöd, sie zu verwenden. Oh, man. Das ist ja. Gut. Aber der Raid war kein schlechter. Können wir wenigstens Desinfikant. Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay. Was machen wir nun? Wir haben, also es war kein schlechter Raid. Absolut nicht, nein. Kann man nicht behaupten. Es war aber auch nicht genial. Hier tun wir erstmal die Nachos und die Chips hin. Die werden so schnell nicht weggehen oder kaputt gehen. Das ist unsere eiserne Nahrungsvorräte. Wir könnten bald ein neues 2x-Sword machen. Nails. Okay.
Klamotten, die wir vielleicht gebrauchen könnten, also im guten Zustand sind, tun wir jetzt hier hin. Das da und Cargo Pants zum Beispiel. Die können wir weiterverarbeiten. Das ist kein Problem. Ich ramme jetzt hier mal ein bisschen auf, weil mich das schon die ganze Zeit ein bisschen stört. Leather Patch und Rex. So. Das ist im Prinzip eigentlich eher so ein Crafting-Haufen. Longstring tun wir auch dahin. Nails, Longstring, 2x4. Glasbottle kommen nach draußen. Es regnet ja gerade nicht mehr. Das heißt also, wir nehmen das hier mit und tun das Glasbottle drunter. So. Dann haben wir wenigstens etwas zum... haben wir schon mal mehr Wasser zum Vorrat. Gut. 5 Tage überleben wir schon. Ist nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, weil viele überleben gar nicht so lang. Gar nicht erst so lang. So ein Tuber's Fort. Machen wir gleich eins auf Vorrat. You can't see anything to craft. Ja, sorry, war jetzt mein Fehler. Hätten wir ahnen können. Gut, das Heatpack und die Werkzeuge setzen wir mal hier hin. Die Wrench, Pair of Scissors und Heatpack. Moment, mal kurz gucken. A pair of scissors. Cutting 1. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich das Interessante für uns. Absolut nicht. Wir haben kein Messer. Was? Ich habe doch ein Steinmesser mal gemacht, oder? Habe ich das schon wieder? Hä? Ernsthaft? Stone Pot. Small Funnel. Leather Funnel. Und Hammer Stone Knife. Hä? Leute, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Okay, ich habe kein Stone Knife. Was hat Cutting. Buttering 11, Cutting. Na gut, das machen wir jetzt mal gleich. Ich weiß, ich weiß. Ich kann immer noch keine Schaufel machen, die besser ist als 1. Was leider nicht funktioniert. Survivor's Head Torch. Head Torch. Eine Taschenlampe auf dem Kopf, das wäre doch auch mal nicht uncool. Amplifier Circuits, Scrap Metal, Wires, Racks. Mhm. Ah, ein Solderer. Ja, ich verstehe schon. Okay, okay. Alles wieder so aufwendiges Kaffee. Gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen jetzt Ganze hier mal etwas, wie soll man sagen, wieder ins Ausklingen zu lassen. Also jetzt nicht nur für unseren lieben Charakter hier, sondern auch für euch, denn es ist schon wieder zu lang. Ich mache immer wieder so schubweise zu lang, wenn es gerade viel passiert, dann, ach, naja, gut. Aber wer kann es euch verdenken, wer kann es mir verdenken und wer kann es euch verdenken, dass ihr jetzt denkt, nein, der macht jetzt hier auch schon wieder Schluss. Ja, ich muss wieder Schluss machen, denn ich muss ja auch irgendwann einmal einen anderen Kram aufnehmen. Gut. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Für die Gott.